Jo, und willkommen zurück zu This Land is My Land. Hier scheint ja alles noch sehr friedlich zu sein. Leute, was los? Ihr solltet angegriffen werden. Entschuldigung. Ich hab jetzt Kaffee. I saw them. They're out there. Oh Gott. Ja, es geht los. Do you see anything? Here they are. Everyone get... Okay, da. Müsste noch mehr sein. Wir haben die eigentlich gut unter Kontrolle, oder? Also bis jetzt. Ich weiß nicht, wie viele hier noch sind. Aber vielleicht stecken die da wieder fest. So wie die einen damals. Oh, da habe ich schon was gesehen. Da lief schon was. Da läuft schon was. Ich könnte den mir auch jetzt gleich schnappen. Das mache ich auch. Oh. Da kommt einer. Please don't kill me. I'll help you. Wie willst du mir helfen? Is that someone? Everyone get ready. Ach komm. Fuck. Ach komm. Nein. Ach Leute. Ich meine, wir haben die Gruppe zerstört. Ja, wir haben sie zurückgedrängt. So ist alles gut. Aber es lief halt überhaupt nicht optimal. Ich habe halt einfach richtig mies gemacht. Richtig mies. Ey Leute, ihr müsst die plündern. Dürft ihr nicht einfach... Hallo? Was ist los mit euch? Und als nächstes holen wir uns hier Japwik. Japwik ist nämlich anscheinend eine Hochburg der Pösen. Und ich gehe da alleine hin, Leute. Ich weiß, was ihr mir sagen wollt. Aber ich gehe alleine. So. Oh, ich bin böse. Mal gucken, vielleicht geht es sich aus, dass ich in Japwik nett bin. Vielleicht. Dass ich den einen oder anderen vielleicht losschicke, wegschicke. Wie auch immer. Momentan bin ich böse. Aber wenn ich böse bin, dann werden die aufmerksam auf mich. Und das ist nicht gut. Okay. Aber erstmal, ich muss Japwik wegbekommen. Nee, ich nehme Pferd mit. Pferdi. Etu. Etu heißt mein Pferd. Nicht einfach nur Pferdi. Immer wenn ich Pferdi sage, muss ich ehrlich gesagt an Pferdi Fuchs denken. Das ist so, sag's einfach nicht mehr. Oh, sieht echt groß aus, das Lager, ne? Es ist halt auch wieder so ein großes Lager. Die Frage ist, wie viel da noch übrig ist, wenn die ständig Patrouillen schicken und ich die ständig kaputt mache. So, auf jeden Fall ist da vorne gleich einer. So, schaffe ich das. Okay. Du siehst mich nicht. Ach komm. Hä? Ach komm. Jetzt würde ich den nicht treffen. Einer ist tot. Ich muss mal den Leichnam hier wegschaffen. Komm. Oh, fuck. Oh, hier ist aber auch kein Busch weit und breit, ne? Fuck. Meint ihr, die vermissen den? Einfach mal so mit der Leiche spazieren gehen. So. What else? Da noch einer? Ich habe leider nicht mehr genug Pfeile, um das jetzt jedes Mal zu machen. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Hey, what did I just see?
Siehst du mich? Eigentlich nicht, nee. Okay, komm, 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 komm her. Everyone, hey, hey, please, stop, don't kill me. All right, I'll tell you where he is. Okay. Please don't hurt me. I don't know anything else. Also wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen unseren Ruf wiederherstellen. Und da wir weit genug weg sind von den anderen, würde ich tatsächlich den jetzt erstmal beweihräuchern. Der hat uns ja was verraten, ne? Er sagt eben, weiß ich nicht. Hey, was hast du mir denn verraten? Der hat mir nichts verraten. Ich hätte ihn töten sollen. Da ist auf jeden Fall noch einer. Also wenn ich so mache, dass ich immer einen töte, einen gehen lasse. Nee, ich will ja wieder ins Positive auf jeden Fall kommen. Das ist nichts für mich. So. Oh, da hinten ist noch einer. Ich weiß aber nicht, ob der mich sieht. Wenn ich von hier hinten ankomme. Ich sah sie. Sie sind oh, fuck. There's an enemy. Fuck. Scheiße. Oh nein, und über. Sehr schön. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Und das ist auch noch ein Riesenvieh, ne? Aber sonst keine Probleme. Deswegen, es ist okay. Es ist okay, wenn da noch ein Eber ankommt, ne? Das ist okay. Oh. Sein Herr. Alter, was? 220 Gesundheit innerhalb. Alter Schwede. Eberherzen sind ja. Puh. Ja, ich will die nicht töten. Nee. Echt? Kann ich mich im Flachs eigentlich verstecken? Das ist zu weit weg. Verdammt, der ist zu weit weggegangen. Du hast halt aber auch weit und breit gar nichts. Aufmerksamkeit der Feinde wächst. Ja, das ist, weil ich so einen negativen Ruf habe. Weil der halt immer mehr Putschen verschwinden und so. Okay, fuck. Oh, fuck. Die haben hier irgendwelche krassen Scharfschützen. Ja, müsste ich halt ein bisschen abwarten, ein bisschen, ne? Wir gucken mal, dass wir hier vorne welche erwischen. Das den einen zum Beispiel. Ja, gut. Die Frage ist, wo läuft der hin? Oh, fuck. The enemy is here, everyone. I need to reload. Ist einfach schlecht. Aber schaut mal. Kein einziges Stück Gras drumherum, ne? Und wieder irgendein Scharfschütze. Können sie ja mal alle erstmal aufscheuchen. Nein, das ist eigentlich nicht mein Plan gewesen. Wollte ich mal gucken, dass ich irgendwie von hinten so dran komme. Aber irgendwie. Okay. Okay.
Sieht mich gleich noch. Scheiße. Ich wollte nur mal ein bisschen erkunden. Mensch. Junge. Hey, over there! Enemy! Okay, Olaf Gundersen. Was hast du jetzt selber zu schreiben? Was bedrängst du mich auch so? Hä? Ja, bist du selber schuld. Oh, Scheiße. Please, I don't want to die. Guys, they're here. Ja, ich richte jetzt einmal ein Massaker an. Das ist okay für mich. Guys, they're here. Who's there? I'm taking cover. The enemy is down. Ich werde halt jetzt richtig, richtig böse. Hm. Du warst Scharfschütze. Du bist. Alter Schwede. Do you see anything? Hm. Hier ist keiner. Komm mal raus. Hier ist keiner. Gucke doch. Echt? Weißt du das? The Legend. Naja. Enemy sighted. Hä? Wie? Ich spiele doch Spiele, wenn du mich nicht siehst, sehe ich dich auch nicht. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Oh nein. Oh nein. Cover me. I'm reloading. Do you see them? Oh Gott. The enemy! They're here! Kann ich hier hoch? Nee, schade. The enemy's there! Ich kill hier halt einfach einen nach dem anderen. The enemy's there. Okay. Oh Gott. Good girl, become bad. Nicht? Entschuldigung. What was that? Weiß nicht, komm mal raus, guck mal. Guck mal nach. Ja, komm mal raus, guck mal nach. Ja, komm mal hier. Guck mal. Ja, guck mal. Tell you whatever you want to know. Okay. I'll tell you where the treasure is. Please, I'll tell you anything. I need to reload. I see.
Na, dann komm her. Oh, hier sind aber auch verdammt viele große, ne? Oh, scheiße. Oh, au, 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 au. Oh, der hat mir ziemlich weh getan. Fuck, sind zwei. Sind zwei. There's an enemy! Stand up. I know you're over there. Ach komm. Sind wie Zombies? Mit dem Kopfschuss sind sie gleich tot. Nicht? Boah. Krass. Krasse Sachen, die du so dabei hast. Mietfreund. Da hinten ist noch einer, oder? Ah, nee, das ist der hier. So. Okay. Ich habe das Camp nicht befreit. Das heißt, hier ist noch irgendwo... Irgendwo ist noch irgendeiner versteckt. Ich hätte hier noch irgendwo einen gesehen. Da. They're here. I see them. Echt, tust du das? Oh, der tötet einfach die Pferde. Einfach die Pferde. Eiskalt. Eiskalt, dieser Kerl. Okay, den fragen wir auch nochmal. Den lassen wir auch frei. Elisabeth die Zweite. Wie kann man Elisabeth die Zweite nicht... ne? Ihr wisst schon. Wie kann man Elisabeth die Zweite... Die kann man doch gar nicht töten. Wisst ihr, was ich meine? Die muss man freilassen. Die muss doch irgendwie... Ne? Muss sie. Tja, Japik. Das hast du jetzt davon. Nice. Leute, wir haben es geschafft. So. Nice. Minimal. Hier ist noch ein Gefängnis. Das schauen wir vielleicht diese Runde auch noch. Aber diesmal vielleicht ohne Töten. So. Ach nee, ihr könnt ja gar nicht angreifen. Neskika könnte aber angreifen, oder? Genau. Hier hin. Alle vier Krieger. Ich würde sagen, ihr nehmt keine Pferde. Und dann brennt ihr das wieder nieder. Ich meine, hier ist nichts mehr. Wisst ihr, was ich meine? So, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, ist so gering. Oder sollte so gering sein. Ich gucke nochmal, dass ich hier, ob ich hier irgendwelche Briefchen finde. Ansonsten müssten die alle eigentlich alles mitnehmen. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn die Sachen nicht mitnehmen können, weil sie nicht genug tragen können. Red Clothes? Canteen? Ja, wie gesagt. Da weiß ich nicht, wie sich das dann verhält. Würde mich halt gerne mal interessieren. Ich weiß auch nicht, ob die, die Pferde mitnehmen. Hoffe ich, ehrlich gesagt. Deswegen, hier. Hier haben die das Jude-Zeug. Oh, ja, ich sehe. Nee, stimmt gar nicht. Nicht hier. Ja, die werden alles mitnehmen. Die werden schon alles mitnehmen. Deswegen ist das eigentlich nicht so wichtig. Hä? Doch. Ist doch hier. Hab ich doch. Grüßt euch. Naja, was soll's. Fackelt's nieder. Ich find's jetzt nicht
Wie gesagt, ich hoffe, die nehmen die Pferde mit. Ansonsten, ja, ne? Kann ich ihnen auch nicht mehr helfen. Wir ziehen jetzt weiter. Wir gehen nochmal kurz zum Lagerfeuer. Laden dann alles aus und dann gehen wir hier hinten zu Fort Crown Point und gucken mal, dass wir vielleicht noch ein paar Leute bekommen, die sich dann hier so ansiedeln. Ach, wir haben die nicht zurückgedrängt. Es ist ein bisschen seltsam. Ja, ich meine, okay, gut, wir haben dann das ganze Gebiet noch nicht befreit. Aber da kam ja immer, dass das sich hier ausbreitet. Wenn ich versagt habe. Die ganzen Leichen hier. Ich war's nicht. Ich war's wirklich nicht. Ich bin mir lieb. Gut. Ja. Wir werden jetzt ein bisschen Buße tun und jetzt im Gefängnis mal gucken, dass wir die alle befreit bekommen. Weil umso netter wir sind im Endeffekt, umso netter sind die Leute ja dann auch zu mir und lassen ja auch dann die Leute frei. So. Die Sache ist, ich glaube, wir werden jetzt erstmal hinreiten, uns einen Überblick verschaffen. Aber ich weiß nicht, ob wir diese Folge schon irgendwie anfangen, weil ansonsten wird die Folge wieder zu lang und ich weiß nicht. Also machen wir zuerst dieses kleine Camp weg hier und dann das große. Ja, ich glaube, das kleine Camp sollten wir jetzt schon gemacht bekommen. Und die mischen sich dann auch nicht mehr ein, wenn ich dann oben bin. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt schon einfacher, die zu töten jetzt. Oh. Das hat ein bisschen gehangen. Welchen Hintergrund hatte dieser Leck? Ist das eine Warnung? Sollte ich mich von dem Camp fernhalten? Wir werden es erfahren. Nein. Ein paar Zelte. So. Ja, da. So, klar hört er mich. 5000 Kilometer weit weg. Es ist einfach nur Holz. Okay. Einfach nur. Stimmt, ich wollte am Lagerfeuer eigentlich noch leer machen. Naja. Machen wir hier ein neues Lagerfeuer. Nein. Wir werden wahrscheinlich auch, sobald wir das Gefängnis befreit haben, werden wir dann auch hier hinsiedeln. Dann haben wir halt auch die Menschen dazu, ne? Okay. Der ist fleißig am Arbeiten. Er ist fleißig am Arbeiten. Okay, wir schnappen uns erstmal den hier oben. Der fleißig am Arbeiten ist. Ja, und wie gesagt, ich würde die halt gerne befreien. Ich würde die ungern umbringen. Ach komm, komm. Hey, hey, please. Stop. Don't kill me. I will say anything you want. Oh Gott. Something's not right here. Mich fast erwischt. Ja, ne? What's that? Guys! Ach komm! Okay, okay. Stop. Mann. Stadtneubau gestartet. Was? Ach so, ihre Hauptstadt. Weil ich die ja ein wenig zerlegt habe. Schickst du den jetzt weg? Ehrlich jetzt. Du hast doch den hier geplündert. Ich sehe die da drüben nicht, ne? Bewohnern. Weiß nicht, ob das so irgendwie eine Referenz ist auf irgendwas. Weil die meisten sind halt wirklich einfach bekannte Persönlichkeiten des Films, Fernsehens, Spiele. Die haben alles abgedeckt. Geschichte, die haben wirklich alles abgedeckt. So. Da ist einer. Okay, da ist einer. Da ist einer. Sind es nur noch die zwei? Ah, nee, da ganz hinten laufen noch welche rum.
Okay. Wenn das so ist, dann wäre es ja mal nicht schlecht, wenn wir die vielleicht zu uns in der Gebüsch rufen. Am besten hinten beim Holz, ne? So. Oh, es sind schon einige. Vielleicht in der Nacht wäre halt auch klüger gewesen. Komm schon. Hey, please, stop. Don't kill me. Hardy. I'll talk. Hat er gesprochen? Ich hoffe es für ihn. Muss ich jetzt ganz schnell gucken, wie die Tastenkombinationen sind. Ja, wie gesagt, ich will die jetzt diesmal nicht töten. Weil ansonsten habe ich ja Problemchen. Och, stehen da so chillig rum. Winkelst du da? Hat er da gerade Pipi in den Busch gemacht? Na. Der schubst mich jetzt gleich hier aus dem Busch raus. Auf mich zu schubsen. Schubse zurück. Die sind auf jeden Fall nicht in Alarmbereitschaft. Das heißt, es macht es alles ein bisschen einfacher. Weil der immer nicht damit rechnet, dass ich hier rumlaufe. Sobald die halt einmal in Alarmbereitschaft waren. Sind die halt aufmerksamer. Und entdecken mich halt schneller. So. I'll go look. Wer von euch? Einer bitte. When being Hardy sent to you by Hardy, you've received. Kommt der jetzt hier rum? Oder kommt der hier rum? Hä? Ja, kommt hier rum. I'm checking it out. Genau. Komm hier. Noch ein bisschen. Es ist halt so. Dein Ernst. Who's there? Ja, I'll take a look. Komm noch ein bisschen. Oh, gut, die anderen gucken weg. Hey, no. Don't kill me. Okay. Dorian Gray. No. I'll talk. Okay. War das nicht der Vater von. Please. War das nicht der Vater von Dings Gray? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen Buße tun. Bisschen was Gutes tun. Damit die mich nicht zu sehr auf den Kieker haben. Dann läuft das schon, nicht? So. Warte mal. Was? Wie geil ist das denn? Hä? Weil ich die Hauptstadt zerstört, weil ich die Hauptstadt niedergebrannt habe. Krass. Okay, don't kill me. Please, stop. Please, I'll tell you anything. Hey. Ins nächste Gebüsch mit dich. Und das nächste Gebüsch mit dich. Krass. Wie geil.
Ach na, na egal. Komm. Die paar Dime. Kann er behalten. Krass. Unglaublich, ehrlich, unglaublich. Oh, der scheint was Besseres zu sein. Ich würde mich halt echt gerne an den Entrand schleichen. Ne? Dann zack, Keule drüber. You're probably looking for this. Go check it. He's over there. Please stop. I don't know anything. Please. Oh. Okay. Ach, komm. Da gucken wir rein. Ja, ein Ei. Ein Ei, Leute. Für das Ei, das war's wert. Das war's wert. Für das Ei. Für das Ei war's wert. Ich glaube, es ist nur noch einer. Es sind immer noch zwei. Da hinten, einer, der Holz fehlt. Und einer, der hier vorne kocht. Ich würde tatsächlich den hier, der kocht, den würde ich jetzt als nächstes erwischen wollen. Hey, please, stop. So. Sind ja nur noch zwei Stück. Oder? Ich finde es ja lustig bei dem hier, was der sich jetzt denken muss. Der muss ja, wenn er dann zurück ins Camp kommt, sich so denken, Leute, wo seid ihr alle? Und dann nur pump von hinten. Ja, dann komme ich von hinten. Schaufelt sich schon mal sein eigenes Grab? Naja gut, ich töte ihn ja nicht. Dum -di -dum. Hello again. Isn't me you're looking for? I can see it in your eyes. Bum, bum. Ja gut, ob das jetzt nötig war. I will say anything you want, man. Okay. Hey, no, please, please, I'll tell you where the stuff is. Please just let me go. Hä, ist da ist noch einer? Ach nee, das ist der Typ, der geht erstmal da raus, ne? Der läuft ja erstmal wie schlaftrunken hier herum. Aus dem Camp hinaus. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Jetzt holen wir uns das große Gefängnis. Weiß ich gar nicht. Also, ist es dann vorbei? Haben wir es dann geschafft? Ich weiß es nicht. Erstmal Pferd rufen. Ferdi! Komm her. Vielleicht ein bisschen überladen. Habe ich Waffen aufgesammelt? Tatsächlich keine einzige Waffe. Okay. Aber Groceries, höchstwahrscheinlich. Meat. Ablegen. Weg damit. Sehnen. Weg damit. Und das andere kann man noch gebrauchen, aber Meat und Sehnen. Schon so viele von. Ferdi? Ich. Achso. Ich komme da nicht hin. Ferdi, hilf mir. Hilf, guck doch nicht so. Guck doch nicht einfach nur zu. So. Das Pferd, ne? Also so ein rohes Eberherz. Ja, ich weiß ja nicht. Also Wolfsklauen habe ich jetzt, glaube ich, auch genug. So. Das Pferd ist auch schon überladen. Na, da war ich ja fleißig. Aber krass, dadurch, dass ich die Hauptstadt zerstört habe, hat er einfach komplett irgendwie alles verloren, oder? Kann das? Wahnsinn. So, dann brennen wir diesen Ort auch noch nieder. Ja. Okay, Leute, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn wir das große Gefängnis machen.
Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.